Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon bereit, The Witcher Wild Hunt. Wir versuchen immer noch diese scheiß Spinne da. Diese scheiß Spinnen zu töten. Die nerven mich. In der letzten Folge schon zweimal gestorben. Die nerven mich auch so abgrundtief, das glaubt ihr gar nicht. Damit ein bisschen was anfangen kann. Dieser Gestank. Warte mal. Nee. Ich hoffe, das macht in irgendeiner Form überhaupt Damage. Und da kommt die große Fette. Na komm, gehen wir mal runter. Nein! Oh, sofort kommen die an. Ja, natürlich falsch erwischt. Lass mal die kleinen. Nein, nein, nein. Nein! Komm schon. Wieso hat das nicht funktioniert? Gut, wir müssen wieder regenerieren, ein bisschen rumrennen. Komm schon, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Ah, scheiße. Aua. Oh, das ist... Die ist... Die weicht richtig gut aus. Die weicht richtig gut. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, gut, jetzt erwischt sie mich. Ja, du bist doch schon tot. Wieso stirbst du nicht? Oh, Gott sei Dank. Die hat wohl ein bisschen Vergiftungsschaden bekommen oder so, wie das ausgesehen hat. Oder ich weiß nicht, warum die ständig immer weiter Leben verloren hat. Wahrscheinlich wirklich nur, weil sie Vergiftungsschaden gefunden hat. Achso, ich habe den Brief noch nicht mal gelesen. Na super, ich habe mich gerade gewundert, warum... Ich höre da noch mehr Spinnen. Ich mag keine Spinnen. So, voll Spinne. Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich noch ihm sein Jade zurückbringen. Den Quest. Genau. Das ist ja... Ah, jetzt kann ich auf einmal wieder hochgehen, na super. Was für ein Fight, ey. Ich hasse Spinnen so dermaßen. Die hat wohl noch Dauerschaden bekommen durch Vergiftung oder so, was ich am Schwert habe.
Oh, guck mal. Plötze wartet ganz artig. So, dann mal zum nächsten Schnellreisepunkt. Das wieder hier wäre. Dup, 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 dup. Na komm, Plötze. Hey. Hey, Plötze, komm, komm. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen Nebenquests machen, ihr wisst das ja, ihr kennt das ja. Ich bin ja wirklich bemüht, alles von dieser Spielwelt zu sehen, was nur geht. Problem ist, wenn ich nur... Schön, dass wir hier in einem schwarzen Loch sind. Da lädt mal die Minikarte nicht, Minimap nicht, auch nicht schön. Das Problem ist ja eben auch, wenn ich nur Hauptquests mache, sind die Nebenquests irgendwann so einfach, dass ich da keine XP mehr mache. Die müssen ja immer in diesem grünen Bereich sein. Das hatte ich ja eine Zeit lang. Oder wenn die dann grau waren irgendwann. So. Och, ist er umgezogen? Ah, er ist umgezogen. Okay. So, ich habe deine Jade, ich habe dir Geld gegeben, jetzt machen wir ein paar Runen für mich. Hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wohl bekommen. Wie läuft's mit der Arbeit? Auf den ich da nicht für. Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, ja, sehr, sehr gerne beizuwohnen. Ach komm. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Übrigens, was ich nicht verstehe, in einer der letzten Folgen hatten wir ja den Steuereintreiber. Und ich habe heute gelesen... Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Dieser Steuereintreiber kommt angeblich nur, wenn man irgendwie vorher so ein bisschen, Anführungszeichen, gecheatet hat. Also diese Kühe umgebracht und dann... Oder habe ich das mal gemacht? Das habe ich doch schon mal gemacht, oder? Ja. Aber mich hat er ja nicht bestraft. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. So, noch mehr Geld möchte ich dem erstmal ungern. So, Handwerk. Schuhe. Ich würde mal gerne alle Verbesserungen entfernen und dann würde ich mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Vor allen Dingen mal ein bisschen besser, wenn ich sehe, was ich da teilweise gemacht habe. So, Verzauberung, genau. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich auf mit einzelnen Runen verwendet werden. Okay. Hier werden Gegenstände. Okay. 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 Okay, dann würde ich mal sagen, Heuler, Abtrennung.
Alter, jetzt habe ich so viel Geld in den investiert und jetzt kann ich hier nichts machen, oder was? Hä? Ach so, ich muss. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so wirklich. Warte mal. Würdest du mir etwas anfertigen? Fassung hinzufügen. Okay. Also wir können dann tatsächlich noch eine dritte Fassung mit reinmachen. Wir können ja mal ein paar Sachen verkaufen. Langsam wird das Geld auch ein bisschen alle. So. Die will ich mal noch behalten. Aber der hat neue Schemata, oder? Ich weiß zwar nicht, ob ich die jemals brauchen werde. Ah, der verkauft ja auch die Runen. Warte mal, was braucht man denn? Verzauberung, Heuler. So, erhöht die Reichweite. Ihr natürlich den Austeil stellt 25 an der Austeil. Okay, Euphorie. Erhältst du Adrenalinpunkte? Boni von Rüstungsschmied, Schleichstände dauerhaft. Boni von Elsthaft? Dafür brauchen wir Swarok und Devana. Swarok und Devana. Hast du ein Swarok und Devana? Swarok. Da ist ein Devana. Wir brauchen nur ein Swarok. Es brauchen noch ein Swarok Maurana. Swarok. Brauchen wir erstmal noch mal einen. So, dann müsste das doch jetzt eigentlich gehen. Wann ist das kompliziert? Verzauberung. Jawohl. Kann ich denn. Ah, ich kann auch mehrere Verzauberungen machen. Aber dann kann ich nicht mehr die Runensteine reinsetzen, okay? So, wir gehen hier. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als meine. Okay. Bei Eintritt in einen Kampf besteht eine Chance von 100%, dass du automatisch ohne Verbrauch von Ausdauer einen Queen Shield. Okay, also wenn sobald ich den Kampf, okay. Okay. Die Rüstung lenkt gut mit Fallen, haben wir ja sehen. Alle angelegten gelten als schwer. Rüstungsteil, was machen wir mal? Machen wir das oder? Queen Yarden, Klüve des Schutz. Queen Yarden? Queen Yarden, Klüve des Schutz. Das war hier unten, gell? Queen Yarden. Davon nehmen wir mal eine. Warum muss ich eigentlich dafür noch Geld ausgeben, wenn ich dir schon so viel Geld in den Arsch gepumpt habe, Junge? Queen Yarden. Warte mal. Queen Yarden, Klüve des Schutz brauchen wir noch. So, dann müsste das ja Verzauberung. What the fuck? Ah ne, das war eine Rüstung. Entschuldigung. Hä? Glyphe des Schutz. Glyphe des Schutz. Ich glaube, die hat er gar nicht. Das ist eine kleine Klüve des Schutz.
Oder da hinten, dies könnte das sein. Glühwitte Schutz, jawohl. Teuer. So, Handwerk, Verzauberung. Oh Gott, wie viel Geld wir jetzt schon ausgegeben haben. Wir hatten mal 40.000. Bis dann. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Inventar. Jetzt kann ich theoretisch keine... aber klar. Chancen auf Einfrieren. Jetzt sehen wir noch Chancen auf Bluten. Okay. Ja gut, komm, das packen wir alles da unten in die... Klamotten rein. Ja, da kann man natürlich dann keine, aber das ist natürlich auch schon heftig, was wir damit anwenden können, okay. Interessant. Gut, was gibt's denn noch für Nebenquests? Ich möchte jetzt noch nicht die Hauptquest weitermachen. Kräuterkundler. Der war doch auch hier irgendwo. Ach nee, war er nicht. Bumm. Weltkarte. Also ist ein interessantes Ding, muss ich mal sagen. Mit diesen Runen. Also kann man viel machen. Brauchst aber auch wirklich wahnsinnig viel Geld. Wo ist der Fall? Da ist, müssen wir hin, also müssen wir da hin. Also damit kannst du echt viel machen, mit diesen Runengeschichten, das gefällt mir richtig gut. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Plätze. Dann gucken wir mal, was der von uns will. Gut, da kommen wir natürlich nicht hoch. Wie soll man da hochkommen? Depp. Ach, ich finde es einfach so toll, dass 3D, ne, Red Project, ne, 3D Project, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das Spiel immer noch so bedient, also wirklich auch mit diesen riesengroßen DLCs, und ich würde auch immer weiter dafür 10 Euro bezahlen, wenn jedes Mal so ein DLC rauskommt. Da habe ich echt kein Problem mit. Weil das ist echt mal eine hochwertige Erweiterung, das ist nicht so ein kleines Ding wie Hütte des Kräuterkundlers. Wie bei anderen Spielen, weißt du, wo du dann so 3 extra Quests hast und das war's, oder 3 extra Aufgaben, dann hier ist echt was dahinter. Wie lange spielen wir das jetzt schon? 6-7 Stunden? Da habe ich schon manche Spiele nicht so schnell viel gespielt. Also, hi, was kann ich dir Gutes tun? Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's. Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch, einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Ich bin wegen des Auftrags hier. Puh, ein Interessent, endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Der ist immer so unhöflich. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Fäules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Na, so ein Standardauftrag wieder. Nein, ist er nicht. Ja, machen wir.
Ich kann nicht. Muss es. Er ist eh tot. Was ich mal auf jeden Fall mal noch machen möchte, ist hier das ganze Grünzeug ernten. Krass, wie viel der hier. Was sind das? Das wird ihm alles klauen hier. Kann man immer gebrauchen. Na, warum ist er das nicht mit? So, was haben wir da hinten noch? Da war dann auch so ein riesengroßes Feld. Alter, ist ja richtig viel. Das hat man doch schon mal, wo die riesen Felder waren, wo du so ewig viel ernten konntest. Und dann bin ich gestorben und war alles weg. Und ich hätte es noch alles normal machen müssen. Weiß ich gar nicht, ob man das hier alles nochmal braucht. Oh, hier war da noch irgendwo noch so ein Feld. Hab ich ihn gesehen. Oder? War das alles? Ich glaube, das war tatsächlich alles. Bum 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 bum. Dann gucken wir mal, ob wir. Oh, warte mal, da ist ja noch was. Dann gucken wir mal, ob wir damit mit der Schnellreise wieder hinkommen. Aber ich würde sagen, wir machen vorher eine Pause, meine Lieben. Was denn nun mit seinem Lehrling passiert ist, werden wir morgen erst erfahren, weil wir sind schon über 20 Minuten. Und die Folgen sind immer viel zu lang. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sind dann morgen wieder... Scheiße. Muss doch ein ganzes Stück reiten. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich reise da jetzt mal hin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.